Hallo, mein Name ist Emilia Bott. Ich führe Sie heute als Moderatorin durch den Abend und ich heiße Sie ganz herzlich willkommen zu Lang nach der Wissenschaften 2021. Zum ersten Mal findet sie digital, online und natürlich auch live statt, was für uns neu ist und deswegen drücken wir die Daumen, dass technisch alles glatt läuft. Nichtsdestotrotz geben wir natürlich unser Bestes, um Ihnen einen spannenden Einblick in die Arbeit der Kustodie und Kunstsammlung der Universität Leipzig zu verschaffen. Letztes Jahr musste die Veranstaltung pandemiebedingt leider verschoben werden und wir freuen uns nun umso mehr darüber, dass wir uns hier zusammengefunden haben. Insbesondere sprechen wir heute über die kommende Ausstellung Max Klinger und die Universität Leipzig, das verlorene Aula-Wandbild im Kontext. Die dazugehörige Ausstellung eröffnet im Oktober diesen Jahres. Auf Publikumsseite begrüßen wir Kunstinteressierte, Studierende, Dozierende und den Freundeskreis Max Klinger. Sie können sich auf eine Gesprächsrunde mit fünf spannenden Talk-Gästinnen freuen. Und zwar sind heute hier Herr Professor Rudolf Hiller von Gärtring anwesend. Er ist Kustos der Kunstsammlung und Leiter der Kustodie der Universität Leipzig. Ja, ein herzliches Willkommen auch von meiner Seite zu unserem Live-Talk zur Langen Nacht der Wissenschaften. Ich würde ganz kurz noch die weiteren Gäste vorstellen. Und zwar ist auch Frau Christine Hübner bei uns. Sie ist Sammlungskuratorin der Kustodie. Guten Abend von meiner Seite hier aus der Galerie im Neuen Augusteum. Hallo, genau. Und außerdem zu Gast ist Herr Dr. Hans-Peter Müller vom Antikenmuseum der Universität Leipzig. Schönen guten Abend. Ich bin nur virtuell im Antiken Museum. Freue mich auf den Abend. Ja, danke. Und auch ganz herzlich willkommen heißen wir Frau Dr. Tübecke. Sie leistet die Öffentlichkeitsarbeit der Kustodie. Hallo, guten Abend. Und per Video dazugeschaltet ist uns außerdem Frau Conny Dietrich. Sie ist Kunsthistorikerin und Klinger-Expertin. Und wie bereits erwähnt wurde, veröffentlichte sie im vorletzten Jahr ihre Dissertation Gebt mir eine Wand zu Klingers Wandmalarbeiten. Ich freue mich, dass wir Ihnen in der kommenden Stunde Einblicke in unser nächstes Ausstellungsprojekt ermöglichen können. Zunächst einige Bemerkungen zur Kunstsammlung der Universität. An vielen Standorten, im Paulinum, im Neuen Augusteum, im Rektoratsgebäude, in der Universitätsbibliothek, auf dem Campus Jahnallee, begegnen Ihnen Kunstwerke im öffentlichen Raum. Die Sammlung umfasst Werke aus der Zeit des Mittelalters bis in die Gegenwart. Gemälde, Skulpturen, Grafik, Kunsthandwerk, die überwiegend eng mit der Geschichte der Universität verwoben sind. Zugleich spiegelt sich der Glanz der die meiste Zeit vermögenden Handels- und Messestadt Leipzig. Die Kustodie als eine Art Kunstverwaltung ist zuständig für die Pflege und Präsentation der Kunstwerke. Zugleich ist sie wie alle musealen Einrichtungen ein Ort der Wissenschaft und insbesondere der Forschung. Natürlich forschen die Mitglieder der Kustodie, wo immer möglich, zu den Objekten der Sammlung. Und gleichzeitig bildet die Kustodie eine Forschungsinfrastruktur für externe Forscher und ermöglicht die Konsultation der Originale und stellt eben hier über Jahrzehnte gesammelte Informationen und Abbildungen bereit. Das verbindet uns auch mit Frau Dietrich, die hier für ihre Doktorarbeit geforscht hat. Die Sammlung umfasst nicht nur heute noch vorhandene Objekte, sondern meiner Auffassung nach eben auch verlorene Werke, die zum Beispiel im Zweiten Weltkrieg untergingen. Damit sind wir auch schon beim Thema unserer nächsten Ausstellung in unserer Galerie im Neuen Augusteum. Die Ausstellung heißt Max Klinger und die Universität, das verlorene Aula-Bild im Kontext. Die Eröffnung ist für Donnerstag, den 14. Oktober geplant. Das Projekt will eines der bedeutendsten Werke der Gründerzeit in Leipzig ins öffentliche Gedächtnis zurückrufen. Das monumentale 1909 enthüllte Aula-Bild Max Klingers mit dem Titel Die Blüte Griechenlands. Es wurde 1943 im Bombenkrieg zerstört. Unsere Ausstellung forscht auf den neuesten Forschungen aus der Dissertation von Conny Dietrich zur Wandmalerei Max Klingers, die jüngst unter dem Titel Gebt mir eine Wand
Klingers öffentliche Wandmalereiprojekte als umfängliches Buch erschienen ist. Das Vorhaben bildet also den glücklichen Fall, dass neue Forschungen umgehend in eine Ausstellung für die Öffentlichkeit übersetzt werden. Außerdem wird das Wandbild erstmals ins Zentrum einer monographischen Ausstellung gerückt. In den großen Klinger-Ausstellungen der letzten Jahre wurde es zwar verschiedentlich thematisiert, aber nie in der wünschenswerten Tiefe behandelt. Da ist auch wahrscheinlich die Universität Leipzig der richtige Ort dafür. Die Ausstellung schließt insofern eine Lücke, als das Wandbild schon im Urteil der damaligen Zeit eine besonders wichtige Arbeit Max Klingers darstellte. Durch die Forschung Conny Dietrichs, die eben auch Co-Kuratorin und Hauptkuratorin ist, eigentlich zu den erhaltenen Vorarbeiten und der fotografischen Dokumentation der Entstehungszeit sind nun erstmals gute Grundlagen für eine solche Präsentation gegeben. Bevor wir im Folgenden näher auf die Ausstellung und die Begleitpublikation eingehen, möchte ich gerne das Wandbild selbst vorstellen. Ja, das Gemälde bildete den künstlerischen Höhepunkt des gründerzeitlich mit großem Aufwand teils umgebauten, teils neu errichteten Universitätscampus am Augustusplatz. In der von Arvid Rosbach massiv vergrößerten Aula nahm es auf der Westseite die riesige Fläche von über 6 Metern Höhe und gut 20 Metern Breite ein, circa 130 Quadratmeter bemalte Fläche. Sie sehen das also links im Foto teilweise abgebildet. Das ist jetzt der Blick nach Norden und links also die westliche Wand. Innerhalb eines komplexen Kunstprogramms, das auch ältere Ausstattungsstücke enthielt, kam ihm eine klar beherrschende Stellung zu, was Klinger auch so intendierte. Das Werk kündete zugleich von beträchtlichem Selbstbewusstsein der Universität Leipzig zum Zeitpunkt ihres 500-jährigen Bestehens. Die enormen Kosten von 50.000 Reichsmark wurden von der Dresdner Staatsregierung finanziert. Wenden wir uns dem Gemälde selbst zu. Klinger realisierte es als Ölmalerei auf Leinwand. Auch große Teile sind gespachtelt, wobei mehrere Teilstücke separat aufgespannt und vor Ort zusammengefügt wurden. Also man sieht zum Teil die Nähte dort auch in der Abbildung. Die Malerei führte Klinger in einem improvisierten Atelier im nahegelegenen Grassi-Museum aus, wobei insbesondere große Teilstücke in die Raumecke gefaltet werden mussten. Da gibt es auch Fotos. Der Blick des Betrachters gilt zunächst der Figur des blinden Dichters Homer, den Sie jetzt hier rechts mit ausgestreckten Armen sehen. Er sitzt angeordnet etwas links der Bildmitte mit dramatisch ausgestreckten Armen nackt auf einem rot verhüllten Felsen und zieht mit seinem Gesang eine Gruppe von Zuhörern links im Bild in seinen Bann. Homer verweist auf eine schwebende, für die Zuhörer unsichtbare, nackte Frauengestalt mit roten Haaren am linken Bildrand. Hinterfangen durch eine blaue Draperie ist sie durch umkreisende weiße Tauben als Aphrodite gekennzeichnet. Homers Vision ist also nicht Athena, die Göttin der Weisheit, die man in der Aula einer Universität hätte erwarten können, sondern vielmehr die Göttin der Liebe. Homers Zuhörerschaft besteht aus meist jüngeren Männern und Frauen, die dicht gedrängt auf dem grasbedeckten Boden sitzen. Die beiden Männer links sind als gleichgeschlechtliches Liebespaar zu deuten. Hinter Homer stehen zwei Musikerinnen, die seinen Gesang mit Triangel und Leier instrumental begleiten. Rechts unter Homer lagern drei männliche Gestalten unterschiedlichen Alters, wohl Personifikationen der drei Lebensalter. Der Mann mittleren Alters ist durch sein Schwert zugleich als Krieger charakterisiert. Den Hintergrund bildet eine griechische Küstenlandschaft mit tiefblauem Meer und pittoresken Buchten. Diese Landschaft ist bisher nicht lokalisiert, aber fußt auf seinen Griechenlandreisen. Das kompositorische Zentrum im mittleren Drittel bildet ein Laubbaum.
in welchen sich ein nackter, kauernder junger Mann und eine grau gewandete Frauengestalt schmiegen, die in der Entstehungszeit als Sinnbild göttlicher Inspiration gedeutet wurden. Die weibliche Figur trägt augenscheinlich die Züge von Max Klingers damaliger Lebensgefährtin Elsa Arsenjew, deren geistige Interessen Klinger auch Pfade in die Universität wiesen und von der wir noch hören werden. Die beiden ernsten, hieratisch dargestellten Gestalten rechts davon sind Aristoteles und Platon, die schon Raphael als philosophische Antagonisten ins Zentrum seiner Schule von Athen gestellt hatte. Hier wie dort ist der nach unten weisende Aristoteles als Wegbereiter der Empirie und des wissenschaftlichen Experiments charakterisiert, während Platon die Philosophie mehr von der Idee her denkt. Den Hintergrund dieser Gruppe bildet ein griechisches Dorf mit schattiger Pergola, für welches sich im Rahmen einer Griechenlandreise Klingers erstellte Studien erhalten haben. Das rechte Bilddrittel nimmt ein schattiger Musenhain mit saftigen Wiesen und einem bildparallel geführten Wasserlauf ein, der als schwarze horizontale Fläche mit eingestreuten Blütenblättern erscheint. Jenseits davon sind sitzend drei weibliche Figuren, wohl Musen, und ein mit ihnen diskutierender Jüngling dargestellt. Rechts davon befinden sich zwei weitere Männer, deren Rechter als Sokrates gilt. Das ist diese etwas weißliche Figur. Diesseits des erwähnten Wasserlaufs stürmt von rechts ein Krieger mit Goldhelm und prächtiger Rüstung, umgeben von drei Frauengestalten, ins Bild. Diese Figur hat die Forschung übereinstimmend als den in Wirklichkeit wohl eher kleinwüchsigen Alexander den Großen identifiziert. Er eilt offenbar herbei, um seinen Lehrer Aristoteles seine Ehrerbietung zu erweisen. In seiner Gesamtheit soll das Gemälde Griechenland als Wiege der abendländischen Kultur und Wissenschaft darstellen, wofür jegliche akademische Betätigung, das heißt sowohl für geisteswissenschaftliche als auch für naturwissenschaftliche Fächer, die entscheidenden Grundlagen gelegt wurden. Zugleich wird auf die humanistische Bildung als bürgerliches Bildungsideal verwiesen. Im Hintergrund steht freilich die Frage, wie die zunehmend komplexere Institution Universität überhaupt noch in einem Bild dargestellt werden kann. Mit dieser Frage hat Klinger dann auch entsprechend lange gerungen. Die intensive Farbigkeit des Gemäldes war in gewisser Weise impressionistisch bzw. postimpressionistisch beeinflusst und stellte einen offensichtlichen Stilkontrast zu dem auf dem Campus vorherrschenden Historismus Arvid Rosbachs dar. Nicht von ungefähr hat Klinger darauf gedrungen, dass sein Bild umgebende Wandfeld in einem gebrochenen Violettton umgestrichen wurde. Man darf die Auswahl Klingers als ein durchaus mutiges Bekenntnis zur Moderne deuten, welches an der oft konservativen Universität nicht unbedingt zu erwarten war. Ja, soweit vielleicht ein erster Blick auf das Bild. Ja, vielen Dank schon mal an Herrn Hiller. Wir haben ja jetzt schon einiges erfahren und gelernt über das Gemälde. Wie entstand denn die Idee dazu, eine Ausstellung über das Aula-Wandbild zu entwickeln? Ja, die Ausstellungsidee geht auf Conny Dietrich zurück, die mich 2018 fragte, ob wir nicht aus Anlass des 100. Todestags von Max Klinger 2020 eine solche Ausstellung organisieren wollten. Mich hat das Projekt sofort begeistert. Andererseits war auch klar, dass die Ausstellung eine besondere Herausforderung darstellen würde. Insbesondere deshalb, weil in den Sammlungen der Universität zum Wandbild selbst wirklich überhaupt gar nichts erhalten ist, sodass wir an diesem Aspekt vollkommen auf externe Leihgaben angewiesen waren. Wir haben dann angefragt bei den verschiedenen Einrichtungen und eine wirklich sehr gute Resonanz bekommen, sodass das Ganze
Fahrt aufgenommen hat. Also ein besonderer Dank gilt dem Museum für Bildende Künste Leipzig, welches unser Vorhaben als wichtigster Leihgeber besonders engagiert unterstützt hat. Andere Dinge kommen aus den staatlichen grafischen Sammlungen in München, der Anhaltischen Gemäldegalerie Dessau, der Sammlung Siegfried Unterberger in Meran, dem Stadtarchiv Naumburg und dem Stadtgeschichtlichen Museum Leipzig sowie einer Privatsammlung. Besser sieht es im Hinblick auf eigene Bestände zur Frage von Klingers universitären Unterstützern aus, die ihn auch in dem Werk dann teilweise beraten haben. Hier gibt es einiges sehr Interessantes, zum Beispiel eine Marmorbüste des Psychologen Wilhelm Wundt in unserer Sammlung, die Max Klinger 1908 noch vor dem Wandbild fertigstellte. Bemerkenswert sind auch archäologische Exponate aus Klingers Sammlung, die uns das Antikenmuseum bereitgestellt hat. Überhaupt war uns die Frage nach Klingers Kontakten in die Universität und den möglichen Einflüssen dieses Netzwerks auf die Entstehungsgeschichte des Wandbildes besonders wichtig. Die Rolle von Klingers Lebensgefährtin Elsa Arseniew ist hier, wie sich zeigt, ebenfalls nicht zu unterschätzen. Sehr dankbar bin ich auch dafür, dass wir im Kollegenkreis relativ schnell und unkompliziert kompetente Autoren und Autorinnen gefunden haben, die diese Facetten beleuchtet und Beiträge für den Katalog beigesteuert haben. Einige von denen, von Ihnen werden Sie gleich noch hören. Klar war auch, dass es ein vergleichsweise teures Projekt werden würde, das wir nicht allein finanzieren können. Deshalb sind wir sehr dankbar für die großzügige Unterstützung der Rudolf August Oetker Stiftung in Bielefeld. Und bei der Drucklegung des Kataloges half uns auch eine Spende von Professor Burkhard Pahl vom Institut für Grundlagen des Bauens und Planungsmanagement der Universität Leipzig. Ja, es ist also ein tolles Vorhaben, was jetzt am Horizont steht, und wir freuen uns, dass wir es in Angriff genommen haben. Ja, Frau Dietrich kann ja heute Abend leider nicht live dabei sein. Wir freuen uns allerdings, dass sie uns ein Video hat zukommen lassen mit einem Statement zu ihrer Arbeit, denn ihre Forschungen und ihre Forschungsergebnisse sind auch haben maßgeblich beigetragen zur Ausstellung und sind auch in den Katalog mit eingeflossen. Wir haben uns vor ein paar Tagen zusammengefunden und gesprochen, und hier sehen Sie nun Ihre Antwort darauf, was genau die Ergebnisse Ihrer Arbeit sind und wie sie die Blüte Griechenlands in Klingers Gesamtwerk einordnet. Was sind nun also die Ergebnisse meiner Forschungen? Thema meiner Arbeit waren Klingers öffentliche Wandmalereiprojekte. Das ist zum einen die Ausgestaltung des Treppenhauses vom Museum der Bildenden Künste am Augustusplatz. Diese Arbeit wurde nicht realisiert. Es existieren aber noch Entwürfe, aus denen Klingers Intention hervorgehen. Das zweite Projekt war das Wandbild für die Aula der Universität Leipzig, was ja Zentrum unserer Ausstellung ist. Und das dritte Projekt war das Wandbild im Stadtverordnetensaal des neuen Rathauses in Chemnitz. Und dieses Gemälde in Chemnitz ist auch das einzig noch erhaltene Wandbild von Klinger in einem öffentlichen Gebäude. Diese Werke wurden bislang weder einzeln noch als Werkgruppe eingehend untersucht. Und ich habe in meiner Arbeit die Entstehungsgeschichte dieser Arbeiten nachvollzogen. Ich habe die Bildprogramme analysiert und am Ende diese drei Arbeiten auch im Kontext der zeitgenössischen Wandmalerei in öffentlichen Gebäuden verortet. Dabei lag mein besonderes Interesse auf dem Spannungsfeld zwischen einerseits den Vorstellungen der Auftraggeber, die ja meist bestimmte thematische Vorstellungen für diese Arbeiten hatten, und zum anderen in der Fragestellung, wie Klinger mit diesen Forderungen umgegangen ist und welche Themen er in diesen Werken dann darstellt. Ja, das Beispiel Aula-Bild hat gezeigt, dass die Umsetzung eines solchen Werkes bei Klinger zumindest ein ziemlich langwieriger Prozess gewesen ist. Ich habe also eingehend die Entstehungsgeschichte rekonstruiert auf Basis von Briefen, Klingers Korrespondenz und Aktmaterialien aus der Zeit.
Zum anderen habe ich sämtliche mir verfügbaren Vorarbeiten zu diesem Wandbild zusammengetragen und konnte einen Katalog erstellen von Skizzen, Studien und Kartonfragmenten, die insgesamt eine Zahl von 50 Arbeiten umfassen und von denen ja einige auch in der Ausstellung zu sehen sein werden. Bei der Analyse des Bildprogramms konnte ich herausarbeiten, dass Klinger durchaus nach neuen Lösungen gesucht hat. Dazu muss man wissen, dass die Ausgestaltung von Universitäten ja einer sehr langen Tradition folgte. Über Jahrhunderte hatten sich feste Themen und Motive herausgebildet. In der Universität oder den Universitätsaulen waren das vor allen Dingen Darstellungen der vier Fakultäten, aber auch Darstellungen der Geschichte der Stadt oder der Universität, die in einzelnen Bildmotiven, Abschnitten gezeigt wurden. Zudem hat sich Klinger auch mit Werken anderer Künstler beschäftigt, die ähnliche Thematiken aufzeigen. Besonders ist hier zu nennen Raphaels Wandbild, berühmtes Wandbild, die Schule von Athen, auf dem die beiden für die abendländische Philosophie und Kultur ja zentrale Philosophen Platon und Aristoteles im Zentrum stehen. Insgesamt kann man sagen, dass Klinger zum einen die Vorstellungen seiner Auftraggeber bedient. Dazu ist zu sagen, dass die griechische Antike immer noch zentraler Bezugspunkt im Wertesystem der bürgerlichen Erziehung und Geschmacksbildung war. Klinger baut aber zugleich zahlreiche persönlich motivierte Motive in sein Gemälde ein. Wir haben zum einen ein Porträt von Elsa Arseniev, seiner Lebensgefährtin, die eine zentrale Rolle in seinem Leben spielte. Wir sehen sehr viele Frauen in der Zuhörergruppe um Homer und nicht nur Männer. Wir sehen aber auch ein homosexuelles Paar. Und Klinger hat nicht etwa Athena, die Schutzgöttin der Weisheit dargestellt, die sonst eine zentrale Figur in universitären Zusammenhängen gewesen ist, sondern am linken Bildrand erscheint die Liebesgöttin Aphrodite. Ja, und genau hier eben zeigt sich Klingers Modernität. Er verwendet einerseits allseits bekannte historische Figuren, die er quasi zu neuen Bildaussagen verknüpft, die moderne Lebensentwürfe thematisieren und im Kontext der Lebensreformbewegung einzuordnen sind. Insgesamt wurden auch gerade von den Zeitgenossen die Figuren und vor allem auch die Landschaftsdarstellung als sehr lebensnah empfunden. Und das stand ganz stark im Gegensatz zur traditionellen Historienmalerei. Ja, wie ist nun die Bedeutung dieses Werkes in Klingers Schaffen einzuschätzen? Das Aulabild ist mit 20 Metern Länge und reichlich 6 Metern Höhe nicht nur Klingers zahlenmäßig größtes Werk, sondern eines der wichtigsten, wenn nicht gar das wichtigste Gemälde in seinem Schaffen. Denn es erzählt uns einerseits sehr viel über die Arbeitsweise des Künstlers und verrät auch sehr viel über seine Gedankenwelt und trägt gerade diese Gedankenwelt, also seine Lebenseinstellung und seine Lebensauffassung ganz programmatisch nach außen. Umso mehr freue ich mich, dass die Kustodie der Universität Leipzig meinen Vorschlag aufgegriffen hat und dieses wichtige Werk zum Zentrum einer Ausstellung macht, die wir nun bald eröffnen können. Ja, vielen Dank auch an Frau Dietrich, auch wenn sie nicht da sein kann, für diesen spannenden Einblick. Wir würden nun weitergehen zu der praktischen Umsetzung der Ausstellung. Und dazu frage ich Sie, Frau Hübner, welches Konzept wurde denn für die Ausstellung erarbeitet? Und wie würde das denn umgesetzt? Es ist ja schon eine ungewöhnliche Situation, dass das Hauptwerk der Ausstellung de facto nicht mehr existiert. Ja, danke. Genau das sozusagen vorweggenommen, was ich auch sagen würde. Das Besondere an dieser Ausstellung ist eben, dass das zentrale Objekt nicht mehr vorhanden ist. Und Sie sehen, oder ich stehe hier jetzt in dem Ort, an dem in 3 Monaten dann die Ausstellung schon eröffnet sein wird. Und im Hintergrund sehen Sie auch einen Probedruck, ein Muster. Wir werden nämlich an der kurzen Wand hinter mir versuchen, in annähernder Originalgröße einen Ausschnitt
des Wandgemäldes als Reproduktion zu zeigen, damit man einfach auch die Dimensionen sieht. Also wir haben ja zum Glück Reproduktionen davon. Ich teile mal eben meinen Bildschirm. Also was Sie hier sehen, wir hatten es eingangs schon aus einer anderen Perspektive, ist eben eine Aufnahme des Wandbildes in der Aula der Universität, ungefähr um 1925 aufgenommen. Und dieses Gemälde steht im Zentrum der Ausstellung, ohne noch zu existieren. Wir können natürlich, oder unsere Idee war eben zum einen, alles zusammenzutragen, was wir an Vorbereitungen, an Skizzen, an Kartons zu diesem Gemälde finden können, von Klingers Hand, eben aus anderen Sammlungen von unseren Leihgebern. Zum anderen eben die Geschichte zu erzählen, in welchem Kontext, in welchem Milieu ist dieses Gemälde entstanden. Also die Universität in den ersten Jahren des 20. Jahrhunderts zu charakterisieren, die Akteure vorzustellen, die mit Klinger zum Teil in engen Austausch standen und eben auch Objekte zu präsentieren, die diese Beziehung, diese Beziehungsnetzwerke illustrieren können. Ein Objekt haben wir tatsächlich bei uns in der Sammlung, das noch sozusagen im direkten Kontakt zum Aula-Bild steht. Und das ist diese Inventarkarte. 1913-14 hat der Kunsthistoriker Felix Becker den Kunstbesitz der Universität inventarisiert und darunter eben auch das große Wandgemälde von Max Klinger in der Aula. Also das ist sozusagen der physische Beweis, auch sozusagen ein Besitznachweis, der noch vorhanden ist und den wir eben stellvertretend für das verlorene Gemälde auch in einer Vitrine in der Ausstellung präsentieren werden. Der Ort der Ausstellung wird hier die Galerie sein. Also Sie sehen links eben den Zustand, wie es so aussieht, zwischen zwei Ausstellungen. Also die eine Ausstellung ist abgebaut, die andere befindet sich im Aufbau. Und auf der rechten Seite sehen Sie unser wichtigstes Werkzeug in der Ausstellungsplanung. Das ist eben ein maßstabsgetreues Modell, so eine Art Puppenstube, in der wir eben die Hängung, aber auch die Platzierung von Sockeln, von Vitrinen durchspielen können. Und das ist eine sehr anschauliche Arbeit und man kann da auch sehr leicht Dinge hin und her schieben. Also wir bevorzugen immer noch sozusagen das Puppenmodell im Gegensatz zu digitalen 3D-Simulationen, weil man einfach flexibler ist. Eingerichtet, so als Vorschau auf die Ausstellung, wird das so aussehen. Also links der Blick nach Osten, also Richtung Augustusplatz, wo die Ausstellung beginnt, wo wir erst in die Universität, aber auch in die beteiligten Akteure einführen und dann im Gegenschuss sozusagen mit Blick nach Westen, also da, wo ich jetzt stehe, werden alle Zeichnungen, Skizzen rund um das Wandgemälde präsentiert werden. Und was ich schon sozusagen hinter mir als Ausschnitt sehen, planen wir eben dort einen großen, annähernd originalgroßen Ausschnitt des Wandgemäldes zu zeigen, annähernd originalgroß. Die Galerie ist nicht groß genug, um es in ganzer Höhe zu zeigen. So einfach ist das. Ein zentrales Ausstellungsstück wird bei uns dieser Farbentwurf von Max Klinger für das Wandbild sein, der auch eine sehr eindrucksvolle Größe hat. Der wird sozusagen gegenüber des Eingangs platziert werden, sodass er auch als Blickfänger für die Ausstellung fungiert, durch die Glastüren hindurch. Und dort sieht man eben die Komposition und das Ganze eingefügt in den architektonischen Rahmen der Aula mit den mit kleinen fiktiven Besuchern des Raumes, sodass man sich ungefähr über die Größenverhältnisse klar wird. Also das ist sozusagen unser zentrales Stück, mit dem steht und fällt alles. Und rundherum gibt es eben Zeichnungen aus verschiedenen Planungsstadien. Also das reicht von diesen sehr flüchtigen, sehr schnell, aber auch wahnsinnig präzise und gezeichneten Skizzen, in denen eben Klinger anfängt, den Raum und die Figurendisposition auszuprobieren. Also da ändert sich auch noch ganz viel, wie das Objekt zuvor eben eine Leihgabe aus dem Museum der Bildenden Künste in Leipzig, aber auch sozusagen am anderen Ende des Schaffensprozesses originalgroße Kartonfragmente zum Aula-Bild, die wir aus der Sammlung Siegfried Unterberger als Leihgabe bekommen.
die auch die Dimension zeigen oder nochmal näher bringen, die dieses Wandbild hatte. Auf der anderen Seite sind eben die Objekte oder beziehungsweise die Akteure der ganzen Geschichte, also neben Klinger selbst, der mit einer Büste vertreten sein wird, ist das eben schon kurz erwähnt, eben Elsa Arseniew, die Autorin, die Schriftstellerin, die als Lebensgefährte und Gefährtin und Muse Max Klingers diesen Kontakt zur Universität auch nochmal intensiviert hat, denn sie war Gasthörerin und hat unter anderem eben auch die Vorlesung von Wilhelm Wundt besucht. Wir haben diese vier Professoren, die jeweils im Katalog mit eigenen Aufsätzen behandelt werden. Der Archäologe Franz Studnitzka, Wilhelm Wundt, der Psychologe, der dann der Historiker, der Universitalsaalhistoriker Karl Lambrecht und schließlich auch der Kunsthistoriker August Schmaso. Und gerade bei Wundt und Lambrecht, aber auch bei Studnitzka, bestand eben ein sehr intensiver, auch freundschaftlicher Austausch, der letztendlich dazu geführt hat, dass Max Klinger 1908 sowohl Wundt als auch Karl Lambrecht annähernd parallel oder wirklich auch gleichzeitig als Skulptur oder als ja, Bronzeguss wiedergegeben hat. Das Werk links befindet sich also auch bei uns in der Sammlung. Das ist eben auch ein zentrales Ausstellungsstück. Die anderen beiden Leihgaben aus dem Museum der Bildenden Künste. Und dann gibt es noch so ganz spezielle Objekte. Da wird Herr Müller auch noch etwas dazu sagen. Zum Beispiel dieser antike Marmorfuß, der sich ehemals im Besitz von Max Klinger befunden hat und heute im Antiken Museum der Universität Leipzig besichtigt werden kann. Auch der wird bei uns in der Ausstellung sein. Wir haben aber auch Objekte, die zeigen, in wie vielen verschiedenen Zusammenhängen Klinger eben für die Universität tätig war. Also es tauchen manche Namen immer wieder auf. Also das Bildnis Karl Lambrechts für das von Wilhelm Wundt herausgegebene Gedächtnisblatt. Dann haben wir eine Glückwunschadresse des Studentenausschusses zum 80. Geburtstag Wilhelm Wundts, aber auch eine oder mehrere Vignetten, die Max Klinger für die Festschrift zum 500-jährigen Bestehen der Universität 1909 geschaffen hat, also die bislang im Werk kaum erwähnt wurden. Schließen möchte ich mit diesem Blick ins Modell und mit dem Objekt, das Sie hier am Eingang der Ausstellung sehen werden. Das ist nämlich das Panorama des Augustusplatzes von Osten in einer Darstellung ungefähr um 1900, also in der Zeit, als das Wandbild oder dieses Projekt langsam Realität wurde. Und das zeigt eben auch sozusagen die beiden Pole der Ausstellung, die beiden Hauptakteure, das Wandbild selbst, hier jetzt noch nicht zu sehen, aber eben auch die Universität und eben das universitäre Leipzig in den ersten Jahren des 20. Jahrhunderts. Und damit möchte ich sozusagen diesen kleinen Vorblick auf die Ausstellung schließen. Ja, vielen Dank. Hier auf der Ansicht des Augustusplatzes um 1900 sehen wir auch auf der linken Bildhälfte das Augusteum. Und daher meine Frage an Herrn Hiller, wie ordnet sich denn das Wandgemälde in das Gesamtkonzept des Gebäudes ein? Ja, was man da sieht, ist im Grunde der wahrscheinlich spannendste Universitätscampus in Deutschland der Gründerzeit, der also gerade wenige Jahre vor 1900 von Arvid Rosbach mit einem riesigen Finanzaufwand umgestaltet und teilweise neu errichtet wurde. Das Wandbild muss man sich eben in dem Aularaum vorstellen, der unmittelbar hinter dem Giebel in über zwei Geschosse hinweg angesiedelt war. Und das Wandbild Klingers ist also sozusagen das letzte Mosaikteilchen einer bildnerischen Ausstattung, die also in ihren Wurzeln bis in die 1830er Jahre zurückreicht, als die erste Fassung des Augusteums von Albert Geutebrück errichtet wurde. Dieses Gebäude ist hier in dem Rosbach-Bau im Kern sogar noch erhalten und wurde also nur umgebaut, wenn man so will. Und dabei eben die Aula auch vergrößert und erst der Rahmen geschaffen, in dem sich dann Klingers Bild entfaltet hat.
Man muss sich vorstellen, dass mit Geutebrück also erstmalig die Universität in sozusagen narrativen, erzählerischen Bildern über sich selbst berichtet hat und ihr Selbstverständnis dargestellt hat. Also davor lief die Selbstdarstellung der Universität eigentlich hauptsächlich über die Porträts in verschiedenen Gebäuden und eben auch die Epitaphien und Erinnerungsmale in der Universitätskirche. In der Gründerzeit, also als Klingers Wandbild schon fertig war, hatte der Betrachter also zunächst eben dieses Giebelrelief gesehen, was also auf Ernst Rietschel zurückging um 1900, aber nochmal vergrößert und in ein etwas anderes Bildfeld eingepasst wurde. Da sieht man in der Mitte dann die Athena oder Göttin Inspiration der Weisheit, göttliche Inspiration, wie man es nennen will. Und dann rechts und links jeweils eine Lehrer-Schüler-Gruppe, ein älterer Lehrer, ein junger Student, wenn man so will. Und das sind die vier Gründungsfakultäten der Universität Leipzig, also Theologie, Medizin, Jurisprudenz und Philosophie. Dann im Inneren konnte man sehen das Wandbild von Friedrich Preller, dem Jüngeren, wo also dann Prometheus dargestellt wird, also der Lichtbringer, der den Menschen das Feuer bringt, was er also im Olymp gestohlen hatte und wo er dann also ins Gebirge gekettet wurde. Das ist so eine Art Sinnbild für die Universität, die also der Menschheit sozusagen hilft, die Fackel der Weisheit zu erhalten. Das war also auch noch zu Rosbachs Zeiten entstanden. Und dann eben als das wichtigste Bild eben das Wandbild von Klinger, was eben eine sehr viel modernere Stilsprache auch hatte, im Abstand von wenigen Jahren, also ein völlig anderer Bildapparat und eben auch durch seine Größe, also diesen Anspruch auf ein sozusagen Sinnbild vielleicht der Universität auch zum Ausdruck brachte. Ja, also das war ein ausgesprochen spannendes Werk, was eben auch in der zeitgenössischen Kritik ziemlich frenetisch gefeiert wurde und was sehr facettenreich ist, sodass wir eigentlich auch vermuten müssen, dass wir die Deutung nicht erschöpfend leisten können. Aber es ist auf jeden Fall ungemein spannend, darüber nachzudenken. Und ich freue mich eben sehr, dass die Ausstellung das ins Bewusstsein hebt. Wir gehen nun weiter zu Herrn Müller. Sie haben für den Katalog den Artikel Klinger und die Antike verfasst und befinden sich gerade, wenn auch nur virtuell, im Antikmuseum. Welche Bedeutung hatte denn die klassische Antike um 1900 und besonders welchen Einfluss hatte die Archäologie auf das Gemälde? Ja, vielen Dank. Meine Ausführungen schließen sehr gut an das an, was Herr Piller von Gärtring eben sagte. Das Gebäude war ja und seine Ausstattung waren mit sehr vielen Zitaten auf die Antike versehen gewesen. In diesem Gehäuse befanden sich die klassischen Altertumswissenschaften untergebracht, die in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts in Deutschland eine einzigartige Blütezeit erlebten. Als Allgemeingut dient Literatur, Geschichte und Kultur der Antike zur kulturellen Selbstvergewisserung und als kultureller Referenzpunkt für das Bürgertum. Die Universitäten, darunter natürlich auch die Leipziger mit einer langen Tradition, waren der Ort, an dem das Altertum erforscht, gelehrt und vermittelt wurde. Im Verlauf des 19. Jahrhunderts differenzierten und spezialisierten sich die Altertumswissenschaften innerfachlich zunehmend, sodass neben der klassischen Philologie, der alten Geschichte, die klassische Archäologie als selbstständige wissenschaftliche Disziplin sich etablierte. An der Universität Leipzig setzte dieser Prozess um die Mitte des 19. Jahrhunderts ein. 1840 wurde die archäologische Sammlung gegründet. Neben antiken Originalwerken der Kleinkunst enthielt sie vor allem Gipsabgüsse nach berühmten Bildwerken der Antiken, vor allem griechischen Kunst. Bis zum Ende des 19. Jahrhunderts wurde vor allem der Ausbau der Gipsabgusssammlung forciert, die am Ende des 19. Jahrhunderts neben Bonn, Göttingen zu den bedeutendsten in Deutschland gehörte. Ab 1841 war die Sammlung im ersten Hauptgebäude der Universität am Augustus untergebracht, was Herr Hiller vorhin kurz erwähnte, was ihre ideelle Bedeutung für die Universität unterstrich. Im Neu- und Umbau des Universitätskomplexes durch Arvid Rosbach bezog die Sammlung schließlich über 1300 Quadratmeter Ausstellungsfläche
im Johanneum genannten Südflügel. Wir sehen diesen Flügel hier. Ich habe das gedreht, damit man hier im Vergleich sehr gut die Raumaufteilung des antiken Museums sieht. Dort in diesem Gebäudeflügel war das antiken Museum nach kriegsbedingten schweren Schäden noch bis 1968, bis zur politisch motivierten Zerstörung der Universitätsbauten am Augustusplatz, untergebracht. Und allein schon hier an den großen Flächen im Verhältnis zu den übrigen Gebäudeteilen können Sie ermessen, welche Bedeutung die Universität ihrer Gipsabgusssammlung zuteil werden ließ, die also hier großräumig untergebracht war mit dem Archäologischen Institut. Sehr schön auch hier der Oberlichtsaal des Museums, in dem die hellenistisch-römische Kunst untergebracht war. Dieser Teil des Museums konnte nach Beschreiten der Wandelhalle durch Glastüren gesehen werden. Also wenn man zur Aula hochging in die erste Etage, lief man hier oder konnte man auch hier an antiken Gipsabgüssen oder Gipsabgüssen nach antiken vorbeilaufen. Seit seiner Gründung 1840 war das Museum als eines der ersten Museen Leipzigs der Öffentlichkeit zugänglich. Über den akademischen Rahmen hinaus diente es Bildungsaufgaben für eine breitere Öffentlichkeit. Antike Plastik in Form von Gipsabgüssen sollten Künstlern und Kunsthandwerkern als Vorbild und Anregung dienen, dem Bürgertum zur Geschmacksbildung. Unter Franz Studnitzka, wir sehen hier auf dieser Bronzeplakette von Franz Hackebeil aus dem Jahre 1928, hier rechts vor einer Rekonstruktion der Artemis-Iphigenie-Gruppe, deren Originalfragmente sich in Kopenhagen befindet. Im Hintergrund blicken wir in den Oberlichtsaal, den ich Ihnen vorhin auf dem Plan zeigte. Hier der Toro Farnese, eines der größten antiken Bildwerke, das hier im Gipsabguss vorhanden war. Unter Studnitzka erreichte zu Beginn des 20. Jahrhunderts die Einrichtung nicht nur als Lehr- und Forschungseinrichtung großen internationalen Ruf, sondern es hatte auch eine breite Wirkung in die bürgerliche Öffentlichkeit. Viele Leipziger Bürger, darunter auch die Verlagsbuchhändler Seemann und Brockhaus, viele Privatiers, waren der Sammlung eng verbunden und förderten den Ausbau des Museums mit namhaften Spenden oder Stiftungen. Max Klinger hatte sich 1893 in Leipzig niedergelassen. Studnitzka folgte 1896 dem Ruf nach Leipzig. Beide waren in Leipzig sehr gut vernetzt, aber offenbar hat es zunächst kaum Kontakte zwischen beiden gegeben. In näheren Kontakt kamen sie, als Franz Studnitzka als Mitglied der Kunstkommission der Universität Leipzig sich ab 1906 dafür einsetzte, dass Klinger zum zweiten Mal der Auftrag für das Wandbild in der Aula zugesprochen wurde. In der Folgezeit verfolgte Studnitzka sehr intensiv den Schaffensprozess des Wandbildes. Als einer der ersten bekam er sogar Klingers Farbentwurf für das Wandbild zu sehen, von dem er auch eine Beschreibung, die überliefert ist, anfertigte. Aus dem Schriftwechsel zwischen Klinger und Studnitzka geht hervor, dass Klinger den Archäologen wiederholt in sein Atelier zur Besichtigung des Arbeitsstandes einlud. Umgekehrt berichtete Klinger Studnitzka in Briefen über den Fortgang der Arbeiten. Franz Studnitzka als klassischer Archäologe ließ Klinger die künstlerische Freiheit, seine Vorstellungen von der Antike auf dem Wandbild umzusetzen. Also er griff, soweit wir feststellen können, kaum in den Schaffensprozess inhaltlich wie auch formal ein. Beratend wirkte er wohl bei der endgültigen Fassung der Philosophengruppe mit, die wir vorhin in den Folien schon gesehen hatten. Streit gab es nur bei einem Detail auf dem Bild, und zwar bei der Darstellung Alexanders des Großen, den Klinger abweichend von einem früheren Entwurf kurz vor der Fertigstellung des Bildes einfügte. Klinger folgte der antiken literarischen Überlieferung, die Alexander als kleinwüchsig schilderte, als dunkelhäutig. Hinzu kam, dass Klingers Alexander völlig unheroisch gebeugten Schrittes
von hinten auf die beiden Philosophen zueilt. Studnitzka und andere Archäologen hielten die antike literarische Überlieferung zu Recht für unglaubwürdig und verwiesen auf die überlieferten antiken Bildnisse Alexanders, die den Herrscher in heroischer Pose und in idealer Überhöhung darstellten. Einen solchen Alexander stellte sich nicht nur Studnitzka auf dem Wandbild vor. Um sein Anliegen zu untermauern bzw. durchzusetzen, fingierte Studnitzka einen heute noch amüsant zu lesenden Brief Alexanders an den Künstler und fügte zur Veranschaulichung eine Zeichnung einer Statuette bei, die Alexander in heroischer Nacktheit stehend mit einer Lanze zeigt. Dieser Brief wird dann auch in der Ausstellung in einem Faksimile zu sehen sein. Ich empfehle Ihnen sehr, diesen Brief einmal zu lesen. Ausschnitte können Sie auch in der Publikation lesen. Studnitzkas Interventionen, auch mit Unterstützung des Archäologen Georg Treu in Dresden, blieben erfolglos, wie Sie sehen konnten. Klinger blieb bei seinem Alexander. Inwiefern Studnitzka und Klinger nach Fertigstellung des Aulabildes noch in Kontakt waren, wissen wir nicht. Im Nachlass von Studnitzka befand sich eine Zeichnung, die wohl eine Studie im Karton zum Wandbild gewesen sein konnte. Studnitzkas Sohn Hans übereignete die Zeichnung dem Museum der Bildenden Künste, in dem es während des Zweiten Weltkrieges verbrannte. Studnitzka ist wieder wirksam, wenn man das so formulieren kann, bei der Beerdigung Klingers am 8. Juli 1920 auf dessen Weinberg bei Groß-Jena. Im Namen der Universität hielt Studnitzka die Trauerrede der Universität, was sicherlich auf sein Mitwirken bei dem Klingerbild zu verdanken ist, beziehungsweise auch aufgrund seiner Verdienste als Wissenschaftler an der Universität Leipzig. Soweit einige Einblicke in das Antikenmuseum der Universität Leipzig, das an zentraler Stelle der Universität in ihrem Hauptgebäude untergebracht war, heute in der alten Nikolaischule. Dort sind keine Gipsabgüsse zu sehen, sondern die antiken Originalwerke. Und hier im Hintergrund sehen Sie auch neben mir den Ares Borghesis, ein Fragment einer berühmten antiken Statue, die im Besitz Klingers war. Sie ist nur jetzt in der Ausstellung, Sonderausstellung Steinreich zu sehen. Der Klingerfuß in einer Vitrine ist auch zu sehen, wird dann in der Ausstellung der Kustodie zu sehen sein. Ich bedanke mich für Ihre Geduld, Ihr Zuhören und würde mich über Fragen sehr freuen. Bis dann. Ja, danke auch an Sie, Herr Müller, für den spannenden Beitrag. Mit meiner letzten Frage richte ich mich an Frau Tübecke. Sie haben ebenfalls an der Publikation mitgewirkt und einen Artikel über die Porträtdarstellungen im Wandbild verfasst. Wen hat Klinger denn in das Figurenpersonal eingearbeitet? Ja, ich habe mich in meinem Aufsatz mit Klingers Beziehungen zu den Professoren der Universität Leipzig beschäftigt, in erster Linie mit Wilhelm Wundt. Aber Sie haben gefragt, wen Klinger im Wandgemälde porträtiert. Da ist natürlich zunächst einmal zuallererst Elsa Arsenjew zu nennen, ganz wichtig. Sie wurde ja schon mehrfach erwähnt, denn sie ist auch im Zentrum des Gemäldes dargestellt. Und das verweist auch nochmal darauf, welche Bedeutung sie für das Werk Klingers insgesamt hatte. Das wurde lange unterschätzt. Wir konnten für die Publikation die Arsenjew-Expertin Rita Jorek gewinnen für einen Aufsatz und sie zeigt eben nochmal auf, wie wichtig Arsenjew für das Schaffen Klingers war und auch für das Wandbild. Elsa Arsenjew war jetzt nicht nur Muse für Max Klinger im herkömmlichen Sinne, sondern sie war für ihn ja geistige Partnerin, Geistesverwandte. Sie tauschen sich intensiv über Themen aus, über Frauenrechte, über sozialkritische Themen. Sie war für ihn Unterstützung in Schaffenskrisen. Klinger hatte ja auch ab und zu verschiedene Krisen. Sie war seine wichtigste Kritikerin und sie ermutigte ihn in seinen Krisen. Und Rita Jorek bringt das ganz passend auf den Punkt in ihrem Aufsatz, denn sie schreibt, also mit ihr, mit Elsa Arsenjew, im Gedankenaustausch reifen Klingers Werke.
Arsenjew studierte in Leipzig ab 1896 als Gasthörerin. Frauen durften ja erst ab 1906 an der Universität Leipzig offiziell studieren, aber sie waren, wenn die Professoren es zuließen, waren sie als Gasthörerin in den Vorlesungen. Durften sie teilnehmen als Gasthörerin, wenn die Professoren es genehmigten. Und sie war eine glühende Verehrerin Wilhelm Wundts. Wilhelm Wundt war dem Frauenstudium gegenüber sehr aufgeschlossen und genehmigte natürlich die Teilnahme. Ja, weiterhin, achso, und Elsa Arsenjew hat auch Max Klinger und Wilhelm Wundt zusammengebracht. Die beiden haben sich über sie kennengelernt. Weiterhin ist auch noch der Maler Otto Greiner im Gemälde porträtiert, ein Malerfreund Max Klingers, der in Leipzig geboren wurde, dann aber in Rom wohnte. Das ist als ein Zeichen der Freundschaft zu werten, diese Porträtdarstellung. Und er ist Teil der Zuhörergruppe, die dem Dichter Homer lauschen. Otto Greiner war auch zeitweise im Gespräch als Maler für das Aula-Bild. Denn Klinger wurde der Auftrag ja zwischenzeitlich entzogen, weil er keine Ergebnisse oder keine Entwürfe geliefert hatte. Und Greiner sagte den Auftrag aber dann ab aufgrund von Krankheit. Aber kommen wir jetzt zu den Philosophen, die jetzt auch hier hinter mir zu sehen sind. Genau, ich habe hier einen Ausschnitt des Wandgemäldes im Hintergrund. Da sind die beiden Philosophen, Aristoteles und Platon. Es wurde verschiedentlich in der Literatur behauptet, dass Klinger in der Figur des Philosophen Aristoteles Wilhelm Wundt porträtiert hätte. Und das ja, gründet auf der Bemerkung in einem Brief des Dresdner Museumsdirektors und Archäologen Georg Treu, der ja schon erwähnt wurde, in einem Brief von Treu an Wilhelm Wundt. Da fragt er nämlich, stimmt es, dass Klinger sie als Aristoteles für sein Wandbild auserkoren hat? Eine Antwort davon von Wundt dazu gibt es nicht, also da ist kein Brief erhalten. Es ist wahr, dass es eine Vorstudie gibt, in der sich eine Ähnlichkeit feststellen lässt. Aber wenn man jetzt ein Foto von Wilhelm Wundt betrachtet und daneben die Figur auf dem Wandbild sich anschaut, dann kann man sehen, dass da keine Ähnlichkeiten festzustellen sind. Also ich denke, Klinger hat das in Erwägung gezogen, hat das dann aber einfach später wieder verworfen. Allerdings sind trotzdem einige Ähnlichkeiten zwischen der Marmorbüste, die dann bei uns auch in der Ausstellung zu sehen sein wird, eine Porträtbüste Wilhelm Wundts, die Max Klinger 1908 schuf, parallel zum Auftrag am Wandbild arbeitete er an dieser Porträtbüste. Und diese beiden Aufträge, beide 1908, haben sich gegenseitig beeinflusst. Also Klinger hat sich intensiv mit antiken Philosophenporträts beschäftigt. Das beeinflusste die Marmorbüste, die Darstellung der Marmorbüste. Zum Beispiel ja, in der antiken Hermenform drückt sich das aus. Und andererseits hat eben die Arbeit an der Marmorbüste Wundts sich auch auf das Gemälde, auf das Porträtgemälde ein bisschen ausgewirkt, nämlich einige markante Gesichtszüge, die man an der Marmorbüste Wundts findet, zum Beispiel die kantige Stirn oder die markanten Nasenflügel oder die Wangenknochen. Da kann man mit ein wenig Fantasie und wenn man das möchte, kann man Ähnlichkeiten entdecken. Wobei man aber natürlich hervorheben muss, dass die Büste idealisiert ist. Das ist eine idealisierte Darstellung Wilhelm Wundts. Und also, ja, wenn man ein Foto mit dem Wand von Wilhelm Wundt mit dem Wandgemälde vergleicht, wird man da keine Ähnlichkeiten feststellen. Aber alles das stelle ich in meinem Aufsatz in der Publikation dar. Genau, Informationen dazu und auch noch zu mehr finden wir in der Publikation, die begleitend zu der Ausstellung erscheint. Was kann denn die Leserinnen und Leser noch erwarten? Genau, also wir haben in der Publikation ein Grußwort der Rektorin, Frau Professor Schücking, Vorwort der Herausgeber, das ist Frau Dietrich und ich. Dann gibt es eine kurze Einführung in das Thema der Ausstellung.
Und wir haben dann einen Aufsatz von Cornelia Junge, der jetzt vor einigen Jahren ausgeschiedenen Vorgängerin von Frau Hübner, über den Campus am Augustusplatz Rosbach im Detail mit den verschiedenen Gebäuden und ihrem Schmuck. Ich selber habe einen Aufsatz über bildliche Strategien universitärer Repräsentation und Selbstvergewisserung bis zum Ersten Weltkrieg. Man muss sich auch noch mal klar machen, dass eben dann 5 Jahre nach Fertigstellung des Wandbildes der Erste Weltkrieg ausbrach und die Welt, in der Klinger gelebt und gearbeitet hatte, wenige Jahre später eigentlich nicht mehr existierte. Zentral ist natürlich dann der Aufsatz von Conny Dietrich über das Wandbild im engeren Sinne, wo sie eben auf die Studien eingeht und die Entstehungsgeschichte, die verschiedenen Kommissionen, die Krisen, den Auftragsentzug und eben auch eine Deutung des Bildes vorstellt. Dann haben wir eben Rita Jorek zu Elsa Arsenjew, ihre Beziehung eben zur Universität Klinger, zum wilden Halali des Erkennens ist der Vortitel. Frau Tübbecke hat eben Max Klinger und Wilhelm Wundt vorgestellt, der psychologisierende Künstler und der kunstsinnige Psychologe. Frau Hübner hat sich in 2 Aufsätzen mit Karl Lamprecht und Max Klinger und mit August Schmasow und Klinger beschäftigt. Dann stellt Peter Müller eben Max Klinger die Antike und die Leipziger Archäologie in Zeiten des Umbruchs um 1900 vor. Das sind sozusagen die Einführungsaufsätze, sehr facettenreich, alles auch relativ kurz und schön bebildert. Also ich finde das alles sehr gut zu lesen und es macht wirklich Spaß, sich da die verschiedenen Facetten zu erschließen. Das ist in dieser Form auch anderswo bisher nicht zu finden. Dann schließt sich ein Katalogteil an über die ausgestellten Werke, jeweils illustriert und mit Literaturhinweisen und so. Das ist dann auch eine gute Ausgangsbasis für weitere Studien. Man muss allerdings sagen, dass wir also nicht alle 50 von Frau Dietrich aufgefundenen Studien hier versammeln konnten. Das war dann einfach nicht zu stemmen und hätte auch den Raum überfrachtet. Also es handelt sich um eine besonders attraktive Auswahl und natürlich kommt dann eben auch der Teil der Beziehungen zu den Universitätsprofessoren hinzu. Ja, dann gibt es ein Literaturverzeichnis, Personenregister und ich denke, das ist alles eine runde Sache, die hoffentlich ihr Publikum findet. Ich habe eine Folie, die knüpft an den Vortrag oder von Frau Tübbecke an, wo es um die Porträthaftigkeit der beiden Philosophen geht. Ja, wir sehen auf dieser Folie den Vortragsraum des Antiken Museums im Johanneum und hier auf der Seite rechts neben den Philosophen, neben den Dichter- und Philosophenstatuen, sehen wir Porträtbüsten. Hier sehen wir eine Büste Homers im hellenistischen Bildnistypus, hier ein Porträtkopf des Aristoteles und hier ein Kopf des Platon. Also ich würde mich den Auffassungen von Frau Tübbecke anschließen, dass Klinger hätte die Gelegenheit gehabt, hier in der Antikensammlung, in der Gipsabgussammlung, die antiken überlieferten Bildnisse zu studieren. Studnitzka hat ihn auch nicht eingeladen dazu, jedenfalls ist das nicht erkennbar. Also das sind alles Denkmäler, die Klinger sicher gekannt hatte, aber die er eben nicht so umgesetzt hatte, dass so eine direkte Ähnlichkeit mit den antiken Bildnissen erkennbar wäre.
Soweit ich das überschaue, waren die Skizzen zu den Köpfen der Philosophen zunächst recht skizzenhaft gewesen und dann, glaube ich, eine gewisse Annäherung an die antiken Bildnisse schon festzustellen, vielleicht unter Einfluss von Franz Studnicka, und zwar über Publikationen, in denen Fotografien der Porträts abgebildet waren. So ein Verfahren, mit dem Klinger auch an anderen Werken gearbeitet hat, ein Verfahren, die Fotografie damals noch neu, die dann auch Studnicka anstelle von Gipsabgüssen einsetzte. Also hier, wenn Sie sich den Aristoteles anschauen und in Erinnerung haben, das Porträt des Aristoteles auf dem Klingerschen Wandbild, also hier die Stirnglatze, auch der kurze Bart sind gut vergleichbar, denke ich. Und auch hier der gedrungene Hals von Platon, der längere Bart. Also nach meiner Auffassung nach hat sich da Klinger schon dem angenähert, aber wie auch mit anderen antiken Motiven, statuarischen Motiven, hat er sie dann frei umgesetzt. Ja, ich glaube, das sind, aus meiner Sicht sind das, das, was man oft als Kryptoporträts bezeichnet. Also die sind eher so andeutungsweise, und ich glaube, wenn da eben wirklich richtig die Möglichkeit bestanden hätte zu sagen, ja, das da hinten ist Aristoteles, der sieht aus wie Wund oder so, dass es dann so eine anekdotische Ebene bekommt, die dem Ganzen dieser entfernten idealen Antike im Grunde nicht richtig entsprochen hätte. Vielleicht hätte sich das auch inhaltlich ein Stück weit verboten, so ganz wörtlich den zu zitieren. Also gerade es wird ja so eine Grenz, also eine Gratwanderung beschritten vielleicht. Ne? Ich finde das auch ein bisschen zu platt gewesen. Genau. Offensichtlich, also den bedeutendsten Professor der Psychologie der Zeit jetzt in dem Wandgemälde als Aristoteles darzustellen. Also ich weiß es nicht. Ich finde das schon ein bisschen lächerlich im Grunde genommen. Also vielleicht hat es Klinger erwogen, es gibt ja Hinweise darauf, und dann hat er das dann doch wieder sich anders überlegt. Genau, das ist auch bei Raphael zum Beispiel, da gibt es dann bei der Disputa, also gegenüber der Schule von Athen, dann verschiedene Zeitgenossen, die da auftauchen, die sind aber eben inhaltlich begründet. Also das ist dann irgendwie ein bisschen eine andere Strategie, und das passt irgendwie ganz gut. Ich würde Herrn Müller bitten, da Sie haben noch diesen wunderbaren Blick da in das Atelier von Klinger mit den Sammlungsstücken. Das würde ich gerne, dass Sie das noch zeigen. Das ist eine ganz tolle Sache. Ja, auf dieser Folie sieht man links das Atelier Max Klingers im Klingerhaus in Plagwitz, rechts im Vorraum zum Atelier. Und hier sind neben Werken, Gipsstudien, Gipsvorarbeiten von Klingers Werken auch Teile seiner Sammlung zu sehen. Sie hatten vorhin davor, also mein virtueller Hintergrund neben mir, den Torso des Aries Borghese gesehen, der hier rot umkästelt ist, der, wie man hier erkennen, naja, kann man schlecht erkennen, ist der noch nicht, der Torso noch nicht so gesockelt, wie er jetzt im Antiken Museum in der Sonderausstellung zu sehen ist. Dann befindet sich hier auf dem Schrank zur Linken, da befinden sich mehrere antike Gefäße, hier nach der Form wahrscheinlich eine frühe griechische Amphora, leider kann man die Dekoration nicht erkennen, also das hat er hier so im Raum verteilt, und im Vorzimmer hier dann, Sie sehen den Kling, den, also wir nennen ihn den Klingerfuß. Datieren kann man den Fuß nicht, dafür ist die Oberfläche zu wenig differenziert, es ist aber ein antiker Fuß. Der Torso des Aries, da hat er wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob es ihm bewusst war, einen sehr guten Griff gemacht, das ist also eine römische Marmorkopie oder das Fragment einer römischen Marmorkopie nach einem berühmten Bildwerk des 5. Jahrhunderts vor Christi, welches dem Bildhauer Alkamenes zugeschrieben wird. Hier, vielleicht kann man da noch recherchieren, was damit geworden ist, sehen wir schlecht zu erkennen. Das ist eine sogenannte Campana-Platte, nach dem ersten Sammler benannt. Das ist eine Wandverkleidungsplatte aus Ton, Terrakotta, gebrannter Ton, die an den Wänden römischer Häuser und Gebäude zu sehen oder angebracht wird mit mythologischen und anderen Themen. Also es wäre schön, wenn dieses Stück
wieder auftauchte. In unserer Sammlung befindet es sich jedenfalls nicht. Und interessant ist auch, dass Klinger hier diese Antiken offenbar nicht gesammelt hat, wie es andere Künstler gemacht haben vor ihm, zu Studienzwecken, Aktstudien oder Proportionsstudien. Er hat sie als Privatsammler gesammelt, und zwar folgte er da dem Trend der Zeit, um das sozusagen, es ist die Zeit der großen Ausgrabungen in Italien, Griechenland, Kleinasien, wo also Unmengen an archäologischem Material neu erschlossen worden ist. Ein Großteil von dem Material ist eben auch von Privatsammlern angeeignet oder erworben worden. In Leipzig lassen sich mehrere Sammlungen nachweisen, die antiken Besitz hatten, unter anderem auch die Familie Brockhaus, Stifterin des Antikenmuseums. Also fügte sich hier Max Klinger ganz gut in den Zeitgeist, sage ich mal, ein. Und eine Rarität, auch diese Bronze, die Bronzekopie einer Bronzestatue des Apoll mit der Kithara. Das Original steht in Neapel im Nationalmuseum, hat Klinger wahrscheinlich dort auch gesehen. Er hat es auch mehrfach besucht, wie er zu dem Stück gekommen ist, können wir nicht nachvollziehen. Es gibt nur wenige Exemplare, die bekannt sind. Dieses hier steht jetzt in Naumburg, wie ich sagte. Es gibt ein weiteres Stück in Moskau, im Puschkin-Museum, auch eine große Gipsabgusssammlung. Und ein, das habe ich den Namen vergessen, ein drittes ist nachweisbar als Grabfigur eines Dresdner Künstlers, der auch mit Klinger in Beziehung stand. Den Namen habe ich jetzt vergessen. Da steht also diese Figur auch in Bronzenachguss als Grabstein. Vielleicht schaffen wir es noch mit Frau Dietrich, dass wir der Sammlung Klingers mal nachgehen, vielleicht noch mehr Stücke identifizieren können und wo sie vor allem abgeblieben sind. Also im Nachlass dann sind die Stücke dann, auf welche Weise, wissen wir nicht, an das Antikenmuseum gelangt. Ja, interessant ist ja auch, wie dann in dem rechten Foto die antiken Stücke mit eigenen Zeichnungen an den Wänden da zu einem sehr, also Klingerzeichnungen zu einem sehr suggestiven Ensemble da kombiniert werden. Und eben links da dieser Atelierbau, der leider auch kriegszerstört ist, atmet ja so eine großbürgerliche Großzügigkeit da mit Flügel und einfach auch dieser Platz, der da herrscht und diese großen Atelierfenster da in der Mitte auch. Und so ist einfach ein fantastischer Raum, der eben so ein bisschen schon zeigt, wo Klinger künstlerisch da angesiedelt war. Man müsste auch noch an der Stelle nochmal sagen, dass dieser große Auftrag des Universitätsbildes auch ein Versuch war, der Staatsregierung in Dresden tatsächlich auch Klinger hier in Sachsen zu halten, weil ihm auch ein Ruf nach Wien angetragen werden sollte an die dortige Akademie. Und man dachte eben, wenn er einen solchen Auftrag bekommt, bleibt er vielleicht hier, was ja dann auch tatsächlich so geworden ist. Ja. Also Künstlerförderung auf höchstem Niveau, von höchster Stelle. Aber eben auch vorher war er schon also eine Größe hier in der deutschen Kunstlandschaft und er ist sicher also der bedeutendste Künstler aus Leipzig in seiner Zeit und weit darüber hinaus eben auch, was die geografische Auswirkung anbelangt. Und es ist eben ja natürlich ungemein spannend, dass dieses Interesse an der Antike eben einfach ein ganz weit gefasstes war von Klinger und eben auch in zwei, soweit ich weiß, Griechenlandreisen gemündet ist, wo er eben dann auch das Land eben kennengelernt hat und eben die Kultur aufgesogen hat. Auch wenn wir jetzt nicht genau wissen, welche Landschaft hinter Homer zum Beispiel dort abgebildet ist, ob es eine spezifische Situation ist, eine bestimmte Insel oder Küstenlandschaft, wissen wir bisher nicht, aber es ist auf jeden Fall eine griechische Landschaft. Also sowas würde man in dieser Form noch nicht mal in Italien finden, denke ich. Möglicherweise, gut, die eine oder andere Insel da, Lampedusa oder so, könnte so aussehen, aber das ist schon sehr griechisch und ist also ein gewisser Gegensatz zu Preller, wo eben also eine Alpenlandschaft, also mit dem Prometheus,
eine Alpenlandschaft gezeigt wird, wo man eben dann nicht mehr genau sagen könnte, welche Berge da jetzt gemeint sind. Und das könnte im Grunde überall sein. Also in der Mythologie ist es, glaube ich, der Olymp, wenn ich es recht weiß, wo dieses Ketten-Anketten auch dann stattfindet. Aber es ist eben nicht der Versuch gemacht worden, es richtig in irgendeinem bestimmten Bereich zu verorten. Also das Thema des Bildes bei allem, was man sonst da noch sehen will, ein Bildungsideal und so weiter, ist auch, korrespondiert eben auch mit einem persönlichen Interesse Klingers an Griechenland. Ja. Wenn ich vielleicht ergänzen darf, es gibt ja die Vermutung, dass diese Insellandschaft oder diese Küstenlandschaft auf die Insel Syros zu beziehen ist. Das ist eine Insel, die Klinger auch bereist hat und wo er auch Marmor, Stein für seine Werke herausgesucht hat. Also da hätte er ja praktisch nochmal hier, wie Sie es auch angedeutet hatten, so seinen ganz persönlichen Bezug zu dieser Landschaft gezeigt und eben wo er auch das Material für seine Werke geholt hat. Und ich konnte es noch nicht nachprüfen. Das heißt, dass er auch dort antike Spolien mitgenommen hat, also antike Stücke, fragmentierte antike Stücke, und die er dann wohl auch teilweise in seinen Werken verarbeitet hätte. Also das müsste man alles nochmal prüfen. Also da ist doch noch einiges an Bedarf nachzuschlagen, zu suchen. Aber das war jetzt im Rahmen, dem gegebenen Zeitrahmen nicht möglich. Ja, ich würde noch eine abschließende Frage in die Runde stellen. Wer auch immer da inspiriert ist, was zu sagen, kann sich ja gerne einbringen. Und zwar, wenn Sie Max Klinger einmal treffen könnten und ihm eine Frage stellen könnten, was wäre das denn? Also ich würde ihn fragen, wer der Herr auf dem Wandgemälde ist, der sich von den anderen extrem unterscheidet. Da sind einige Jünglinge unbekleidet mit nacktem Oberkörper dargestellt. Und dazwischen sitzt ein älterer Herr, der sehr grimmig aussieht. Ich glaube, mit einer schwarzen Jacke. Ich würde ihn fragen, wer das gewesen ist. Also mir scheint das ein Porträt zu sein. Aber soweit ich weiß, und auch Conny Dietrich hat das bestätigt, ist das bisher noch nicht gelöst worden, dieses Rätsel, wer das sein könnte. Also er sticht sehr heraus. Ist das die Figur hinter Homer, also der mit dem weißen Bart sozusagen? Ja, oder? Genau. Ja, mit dem weißen Bart, genau. Sehr interessant, ich habe da auch keine Ahnung. Also auch Conny Dietrich ist der Meinung, dass das wahrscheinlich ein Porträt ist, weil er ist ja wirklich etwas auffällig. Er sticht irgendwie ein bisschen heraus, aber bisher konnte das nicht geklärt werden. Ja, das ist auf jeden Fall noch ein rätselhafter Aspekt des Bildes. Genau, und das können vielleicht dann die nächsten Generationen von Kunsthistorikern und Klingerforschern dann noch eventuell lösen. Ja, vielleicht sozusagen anschließend noch, also was könnte man Klinger fragen? Also er hat ja eine kunsttheoretische Schrift verfasst, Malerei und Zeichnung, die eben auch von den Zeitgenossen, auch von den Professoren, die wir vorgestellt haben, mit Interesse gelesen und zum Teil, also im Fall von August Schmaß, so weiß man auch, der hat also darüber auch in seinen Vorlesungen, in seinen Lehrveranstaltungen gesprochen. Und da gibt es eine Passage, die ist sehr interessant, und da schreibt irgendwie Klinger, dass er irgendwie so Vorstudien zu Gemälden, das ist eigentlich für ihn nur so ein Arbeitsmaterial und auch diese Kartons, und denen er eigentlich keinen eigenständigen künstlerischen Wert zuweist. Wir haben aber gesehen, dass diese Kartonfragmente, die sind also wahnsinnig intensiv gezeichnet, die sind ja aus dem großen Karton dann ausgeschnitten. Aber die hat er wohl zum Teil auch dann einfach an die Käufer oder an die Auftraggeber zum Teil auch verschenkt. Also man weiß das eben von dieser Kreuzigung, die auch im Museum der Bildenden Künste ist. Da hat er einfach dem damaligen Käufer, Auftraggeber das auch sozusagen mitgegeben. Für ihn hat das keinen Wert. Hier haben Sie noch meine Vorstudien dazu. Und das scheint sich aber irgendwie dann auch im Laufe der Zeit gewandelt zu haben. Das sind dann auch diese Lichtdrucke, diese Serie an Lichtdrucken, die herausgegeben wird, die diesen Zeichnungen dann doch wieder viel Wert zusprechen, und einfach wie dieser Wandel dann auch zustande kam. Das wäre was, das vielleicht auch Conny Dietrich beantworten könnte, aber das fand ich eigentlich sehr faszinierend, welchen
welche unterschiedliche Maßstäbe er eben an Zeichnung auch heranlegt. Weil er war ein großartiger Zeichner und ich bewundere ihn vor allem auch als Grafiker, als Griffelkünstler und als Zeichner. Ja, wir hätten ihn fragen können, ob wir ein paar Zeichnungen haben können. Das wäre natürlich sehr naheliegend gewesen. Mhm. Ja. Herr Müller, haben Sie da noch irgendeine Idee zu oder was? Ja, es sind zwei Fragen, hätte ich vielleicht, die mir auf der Zunge liegen. Also zum einen hätte ich schon gern gewusst, weil es überhaupt nicht sichtbar ist, ob er mal Franz Studnitzka in seinem Institut besucht hat und ob Studnitzka ihm mal die Abgusssammlung oder die Sammlung generell gezeigt hat, auch mit den antiken Originalwerken. Das täte mich interessieren und als Archäologe viel wichtiger, was mich interessieren würde, wo die beiden Thorsen, die sich heute in unserem Besitz im Antiken Museum befinden, wo die herstammen. Denn da hätte man vielleicht wichtige Indizien, also Fundort beispielsweise, woher die Sachen stammen, um sie viel besser historisch einordnen zu können. Also schauen Sie sich das unbedingt mal an, im Antiken Museum jetzt noch zu sehen. Danach geht der Aristor so wieder in die Wand, ins Magazin. Wenn Sie sich den oben anschauen, sieht es aus, als ob der zersägt worden ist, um ihn im Kalkofen zu Kalk umzuwandeln. Also der ist offenbar mal gerettet worden vor dem Kalkofen. Also es sind so spannende Fragen, die mit gerade diesem Objekt verbunden sind. Und da hätte ich die Hoffnung, dass der Klinger vielleicht Aufklärung bringen kann, von wem er es hat. Ja. Ja, das ist auch schön, offene Fragen zu haben, sodass die Forschung immer weitergehen kann. Wie Sie schon sagten, Frau Tübecke, für die nächsten Generationen ist da noch einiges zu tun. Ich würde langsam abschließen und vielleicht Herrn Hiller nochmal das Schlusswort erteilen. Ja, eine Frage, die sich mir auch noch stellen würde, wäre, wie Elsa Arsenjew das Ganze gesehen hat. Das wäre sozusagen keine Frage an Klinger, aber das würde mich interessieren, wie die am Ende auch ihre eigene Rolle in dem Bild dann beurteilt und das Endergebnis, an dem sie ja irgendwie als Gesprächspartnerin mitgewirkt hat. Ja, also ich persönlich muss sagen, freue mich sehr auf den Moment, wo dann die ganzen Skizzen und alles, was wir zusammentragen, an die Wand und in die Vitrinen kommen. Das ist für uns auch ein toller Moment. Das muss ich ja auch klar machen, dass diese Zeichnungen wahrscheinlich seit Klingers Zeiten in dieser Form nicht mehr in einem Raum gewesen sind, wahrscheinlich, soweit ich das sehe. Die Zeichnungen in München zum Beispiel sind seit vielen Jahren nicht mehr ausgeliehen worden. Das ist ganz wunderbar. Dadurch haben wir sie auch bekommen können. Wie Frau Hübner schon sagte, die Kartons sind Sternstunden der Zeichnung und eben auch ganz wichtig, um eben zu zeigen, dass dieser da ein überlebensgroßer Maßstab tatsächlich auch zugrunde gelegt wurde. Also die sind bestimmt ein Drittel größer als ein normaler Kopf zum Beispiel eines Menschen. Das zeigt eben einfach diesen Anspruch und diese enorme Präsenz dieses Gemäldes im Raum dann, also den man sich natürlich nur noch sozusagen in der Fantasie jetzt vorstellen kann. Und wie eben am Ende doch aus diesen ganzen Teilstücken eine ziemlich interessante Abbildung dieses Werkes zustande kommt. Dafür, dass es eben weg ist, wissen wir doch eine ganze Menge darüber. Und das macht es unheimlich spannend. Ich muss zugeben, dass ich jetzt über diese große Skizze, die Frau Hübner da gezeigt hat von dem Wandbild gar nicht so genau orientiert bin über die Forschungslage jetzt, aber interessant wäre für mich zum Beispiel die Frage, ob diese Architekturzeichnung irgendwie zugeschrieben ist. Also die sieht eben wirklich aus wie das, was Rosbach eben zeichnet an Entwürfen und ist natürlich eben auch für sich genommen nochmal ein fantastisches Kunstwerk mit einer unglaublichen Präzision, wo dann ja in diesen Türnischen unten da diese Figuren auch drinstehen, die vielleicht auch bestimmte Personen meinen. Ich weiß nicht, ob der Architekt da irgendwie noch auftritt oder wer das ist, haben beide auch einen ziemlich voluminösen Bauch. Interessante, also richtige Figuren eben der Gründerzeit, wo man als Mann damals eben so eine Kugel vor sich herschieben musste.
Also das sind unheimlich viele interessante Details in diesen Exponaten und also das ist ein wunderbarer Moment, wo das dann alles zusammengefügt wird. Man sieht eben auch, wie vielfältig das Material ist. Wir haben Sachen zur Entstehung des Kunstwerkes, wir haben Fotodokumente, es gibt auch Fotos, wo die Kartons dann im Raum aufgehängt werden. Wir haben Fotos aus dem Atelier im Grassi-Museum, alles sehr interessante Einblicke in die Arbeit des Künstlers und eben dann diese verschiedenen Quellen zu den Universitätskontakten, auch Material zu Elsa Arsenjew und ihren intellektuellen Dialog mit Klinger. Also das ist sehr facettenreich und interessant. Und ich freue mich eben auch, dass diese Ausstellung, die natürlich dann immer nur ein paar Monate zu sehen sein wird, am Ende durch den Katalog eine gewisse Dauer bekommt. Und ich denke, das wird eine grundlegende Monographie zu diesem wichtigen Werk darstellen und Basis für neue Forschung hoffentlich. Und überhaupt natürlich aus meiner Sicht auch sehr interessant, dieser Einblick in die geistige Welt der Gründerzeit, kurz vor dem Ersten Weltkrieg, Selbstbewusstsein der Universität einerseits, aber vielleicht auch manchmal ein bisschen Hybris, Selbstüberschätzung und vielleicht auch natürlich irgendwie so ein gewisser Kult der männlichen Schaffenskraft. Also man muss sich ja eben klar machen, was der Klinger da auch geleistet hat. Der hat sich natürlich auch wirklich an den Rand der Erschöpfung manövriert, allein eben diese 130 Quadratmeter da eben mit Farbe zu füllen. Und er hat das alleine gemacht. Das ist also keinerlei Hinweis, soweit ich weiß, bekannt über irgendwelche Assistenten oder Gehilfen, die da irgendetwas gemacht hätte. Also jeder Quadratzentimeter des Himmels und des Meeres, alles hat er selbst gemacht in auch einer im Grunde irrsinnigen Geschwindigkeit. Und das muss man erstmal hinkriegen. Und also diese Schaffenskraft und dieser Optimismus sind durchaus auch vorhanden. Aber ich glaube, er hat sich auch sehr über seine Männlichkeit definiert, was man ja auch manchmal aus heutiger Sicht etwas kritisch sieht. Und auch das Verhältnis zu Elsa Arsenjew ist ja dann irgendwann schwierig geworden und auch sehr ungut verlaufen. Und Klingers Verhältnis zu Frauen und so ist noch ein Thema für sich, über das dann andere sicher auch besser berichten können. Aber also aus meiner Sicht ist das jedenfalls durchaus auch kritisch zu sehen zum Teil. Ne? Er hat ja dann später auch noch eine ganz junge Frau geheiratet, Elfriede oder wie sie hieß, Bock, glaube ich, auf deren, also dieses Grundstück, dieser Weinberg ist ja auch noch heute als Museum zu besuchen und das stammt aus dem Besitz der Familie Bock, wenn ich das recht verstanden habe. Aber auch das im Grunde natürlich dann eine ganz schwierige Geschichte. Elsa Arsenjew ist, glaube ich, dann in der Psychiatrie gelandet auch und auch das natürlich schwierig aus heutiger Sicht. Man versteht natürlich auch aus dem Abstand nur Teile davon. Also ich jedenfalls bin da nicht so im Detail informiert. Ich weiß nicht, wie weit das wirklich greifbar ist. Aber das sind natürlich auch zum Teil schwierige Geschichten. Auf jeden Fall interessant, in die Welt dieser Zeit einzutauchen. Und das Wandbild ist sicher ein ganz guter Punkt, um auch eine Betrachtung mit Beschäftigung mit Klinger zu beginnen und dann weiter zu verfolgen. Wie Frau Hübner sagte, eben das grafische Werk ist für mich auch besonders spannend. Das habe ich bisher auch immer als besonders inspirierend erlebt, auch so die Beschäftigung mit dem Unterbewussten, den Angstträumen und solche Dinge. Also Klinger hat wirklich sehr viele Facetten und da kann man eine Menge für sich herausziehen. Soweit vielleicht aus meiner Sicht ein Versuch eines Fazits. Ja, wir freuen uns auf jeden Fall alle darauf, dass die Ausstellung im Oktober dann hoffentlich beginnt. Wir drücken die Daumen, dass wir rein dürfen und auch alles live sehen können. Ja, vielen Dank und vielen Dank auch an das Publikum fürs Zuhören. Ich hoffe, Sie haben einen schönen ersten Einblick in die Ausstellung bekommen und vielleicht sogar Lust auf einen Besuch. Es ist die erste monographische Ausstellung zu dem ehemaligen Aula-Wandbild Die Blüte Griechenlands und sie leistet somit einen wichtigen Beitrag dazu, ein verlorenes Werk wieder zurück ins Bewusstsein zu holen und im kollektiven Gedächtnis zu verankern.